next time. Es ist aber auch interessant, diese Insel da und diesen schmalen Streifen für die Fahrautos, der dann hier als Linksabbieger sind. Boah, red langsam, Junge. Oder rede langsam und denk ein bisschen schneller. Also ich weiß nicht, ob die Performance jetzt von der Map jetzt hier abhängig ist oder von dem Bus. Weil ich habe ja auch gerade nur 14 FPS, das aber immerhin ruckelt es nicht so dermaßen wie jetzt auf einer anderen bestimmten Map. Da man hier ständig Standbilder hat. Das ist bei der Map Gott sei Dank nicht der Fall. Oh, ein Penny und ein Lidl. Ja. Wobei das... Okay, könnte auch beides da hinten stehen. Aber die Gestaltung, die ist... Die spricht mich schon sehr an, die Gestaltung dieser Map. Zumindest den Teil, den ich jetzt hier sehe. Weil ich fahre ja diesen Teil jetzt hier quasi blind. Weil ich ja immer so rumgerätselt habe. Wo ich jetzt bitte schon die ganzen Sachen herkriege, vor allem weil das Map-Tool mir gesagt hat, More Trees Add-on, was eigentlich schon installiert war. Stadtklinik. Und dann musste ich das dann halt eben zweimal installieren, einmal aus dem Entwicklerordner rausziehen und das einfach so einfügen und dann das nochmal so mit Entwicklerordner einfügen. Ich weiß nicht, wieso man das so gemacht hat und nicht einfach die andere Struktur genommen hat. Das ist mir unverständlich. Aber gut, die Map läuft jetzt zum Glück und bin ich mehr als zufrieden und sie sieht gestalterisch einfach schon geil aus. Du verstehst nicht, warum man auf dieser Linie mit einem Gelenkbus fährt, weil so ein hohes Fahrgastaufkommen haben wir hier noch nicht. Zumindest noch nicht. Das kann sich ja noch ändern. Ups. Auf jeden Fall, ich vergesse, dass die Maße ein bisschen anders aussehen hier durch die Sicht. Ich auch noch hinten die Tür, ey. Bin ich bekloppt oder was? Halt den, lass mir lieber fahren. Den Fehler habe ich schon viel zu oft gemacht. Gut, den haben sie, mache ich den Fehler gerne. In der L mache ich es eher weniger. Normalerweise sollte ich eigentlich wie im RL fahren, aber das hier ist für mich eigentlich reines Fun, ne, wo ich dann Fahrstil hinlege, den ich normalerweise nicht mache. Oh. Nochmal rausschauen, weil Sicherheit ist besser. Okay, ich muss hier abbiegen. Okay. Die. Okay. Ups, das war eine Flasche. Entschuldigung. Ja, ich, bei mir stapeln sich gerade wieder die Flaschen. Ich sollte sie wieder mal mitnehmen und nach unten in die Tüte packen. Oder besser gesagt in den Flaschenkorb. Aber die Straße war auch ganz schön eng hier. Oh. Das ist auch hier ein bisschen blöd gemacht. Ja, das, natürlich, hinter mir steht auch einer. Wie soll ich denn da jetzt rumkommen?
Ja, ich habe ihn hinten erwischt. Ja, tut mir leid, Fuck, es geht leider nicht anders. Wieso muss man auf so einer Linie einen Gelenkbus auch einsetzen? Das ist doch hier nicht gelenkbustauglich. Was soll dieser Kack? Moment, machen wir es anders. Trick 17. Einmal auf eine andere Kachel, bitte. Dieser ganze Drama da verschwindet. Klar, man kann ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass diese Buslinie gelenkbustauglich ist. Und dass Gelenkbusse hier hingehören. Weiter geht's. Wenn auch mit ein paar Verlusten. Der Kollege macht's richtig. Mit dem Bus sollte man eigentlich fahren auf dieser Linie. Okay, 30. Okay, ich verstehe warum. Alter. Wollte man aber ordentlich entschleunigen. Oder geht's bergauf hier? Da lag eine Warnmarke. Schon. Alter, jetzt heißt es aber hier, hier geht aber ordentlich bergauf. Mühl, Albert-Zweistein-Gymnasium. Hier sollte man auf jeden Fall nicht mehr als 50 drauf haben. Er ist, gut, dass die Linien auch hier farblich, also von den Pfeilen her farblich markiert sind. Wir brauchen nur den gelben Pfeilen zu folgen. Das macht es auch einfacher. Es gibt auch, so wie ich es auch gesehen habe, gibt es auch für die kurzeren Varianten, also 12 Meter Varianten davon, auch ein. Oder gab es auch ein Sound-Update dazu? Das könnten wir uns dann auch bei Gelegenheit dann mal uns anschauen. Ich hätte eigentlich diesen Bus nehmen sollen, anstelle diesen hier. Vielleicht, bei 4 früh warten, bis der Bus in die Gegenrichtung vorbeigefahren ist. Nein, ich habe eher Verspätung, also der Bus kam ja eh schon. Das macht mir ein bisschen Angst. Sonnenblumenweg. Ich kann es mir. Okay, hier kann ich mir sehr gut vorstellen, warum. Weil ich da die Verführung abwarten soll, richtig, bis der Gegenbus gekommen ist. Also die Ecke ist hier noch gelenkbustauglich, ja, aber
glaube eher, dass man hier mit dem Solo fahren sollte. Und für die Gegenrichtung haben sie das auch hier eingerichtet. Also das finde ich schon ein bisschen zu steil hier, also das ist, ich glaube nicht, dass es so hier in der LA sowas geben würde. Wobei, das scheint die Polizei zu sein. Wollen die Money abholen? Aber der Bus hat hier schon ganz schön zu hoch zu kämpfen hier. Was ist das? Der Vorbot unterhalb des Hanges hier.